Einen wunderschönen Tag, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute mal mit Brille. Ich bin zu Hause. Ich habe heute einen Tag Urlaub und dachte, ich nehme einfach euch noch mal ein bisschen mit durch die Wohnung und würde sagen, ab ins Schlafzimmer, denn da gibt es Erneuerungen. Ich hatte ja jetzt schon mein Zimmer einmal in rosa, rosa-pink, einmal grün-weiß und jetzt habe ich türkis-weiß. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das gefällt mir bis jetzt am allerbesten. Das ist so mein Schlafzimmer erstmal. Ich sage bewusst erstmal, weil sich das bei mir echt immer extrem schnell wieder ändert. Die Bettwäsche, die habe ich von Bonprix. Dazu werde ich euch aber auch noch ein separates Video drehen, weil ich absolut überzeugt bin von der Bettwäsche von Bonprix. Die beiden Kissen, Bezüge habe ich aus Amazon, die verlinke ich euch unten auch. Die waren nämlich in der Zeit, wo ich mein Zimmer grün hatte, waren die nämlich drüben im Wohnzimmer. Und jetzt finden sie bei mir im Schlafzimmer Platz. Ich liebe diese Bettwäsche von Bonprix. Die haben wirklich eine super tolle Qualität. Und ich kann es euch wirklich nur empfehlen, dort einmal vorbeizuschauen. Ich packe euch den Link von Bonprix auf jeden Fall in die Infobox. So, dann wollte ich euch gezeigt haben, dass ich meine Schiebevorhänge geändert habe. Die weißen bleiben immer. Aber ich wechsle ja ab und an die Farben und jetzt habe ich Türkis dran. Und ich finde, das sieht mega aus. Das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Kombi, wie ich finde. Mega. Ich bin sehr zufrieden. Sehr zufrieden, muss ich schon sagen. Und was ich auch gemacht habe, was ich verändert habe, ich habe hier hinten das Regal ein wenig verschoben. So mehr eckig. Weil ich finde, das sieht einfach viel, viel, viel schöner aus, als wenn das da so... ja, so gerade steht. Das stand ja erst so und jetzt habe ich das so hingestellt. Und das Regal habe ich jetzt so aufgebaut, dass ich immer solche Aufbewahrungsboxen verwende für die Kleidung. Und unten ist so mein Schuhfach. In dem Behälter ist meine Wäsche drin, meine Wochenwäsche, also nichts Wildes, also wirklich einfach nur schwarze Wäsche. Dann habe ich hier meine süßen, wirklich mega süßen Hausschuhe und meine ganzen Schuhe von Ego, die ich zum Ausgehen oder so verwende. Ich habe alles Kunstpflanzen, wie ihr hier sehen könnt, weil ich einfach zu blöde bin, um die zu pflegen. Ich setze die dann voll unter Wasser. Ich kenne mich. Auch das hier ist eine Kunstpflanze. Und ja, wenn ihr da irgendwelche Tipps habt, dann raushauen bitte. Ja, meine Lieben, das ist so erstmal das, was ich euch zeigen wollte aus meinem Schlafzimmer. Ich werde am Ende des Monats aber auch noch farblich hier anpassen, dass ich weiß und türkise Aufbewahrungsboxen kaufe. Dann habe ich hier umgeräumt. Hier stand ja sonst immer alles so kunterbunt, aber ich wollte ein bisschen Gleichheit schaffen, ein bisschen Ordnung schaffen und ja, habe dann auch gleichzeitig noch meinen, sag ich mal, Beauty-Schrank aufgeräumt. Hier könnt ihr meine ganzen Düfte sehen. Und da oben habe ich meine Kontaktlinsen und auch meine Pflegeprodukte. Guess what we talk about? Wir sprechen heute mal über meine Haare. Und ich möchte euch mal zeigen, wie dicke Haare ich wieder bekommen habe. Durch die Anwendung von Lee Stafford Produkten kriegt ihr richtig, richtig dickes, festes Haar. Und ich muss meine Haare auch wieder färben, verzeiht. Hier sind nämlich wieder braune Strähnen. As you can see. Viele Leute mögen das sehr gerne. Ich persönlich finde das eigentlich eher störend, dass man so dicke Haare hat. Aber ich wollte euch das mal gezeigt haben, wie kräftig dick diese Haare sind. Ja, und ich benutze sehr gerne die Produkte von Lee Stafford. Die haben mir schon immer sehr geholfen, dickes Haar zu bekommen. Und darum empfehle ich sie euch auch. Ist auf jeden Fall unten verlinkt. Wollte ich in diesem Vlog mal gezeigt haben. Ich hatte jetzt die Haare auch zugeknotet. Könnt ihr hier sehen. Aber ich wollte euch mal dieses dicke, feste Haar zeigen. So ihr Lieben, das ist jetzt das Ergebnis. Ich finde das Ergebnis wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ich mag das wirklich sehr, sehr gerne. Es ist ein schönes, dunkles Schwarz. Und mit der richtigen Pflege könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Wer sich dafür interessiert, wie ich das komplett ausführlich euch erkläre, wie man die schwarzen Haare so schön hinkriegt, der kann gerne mal hier oben ins Video klicken. Da seht ihr nämlich dann Schritt für Schritt, wie ich meine Haare färbe. Das ist auf jeden Fall jetzt das Ergebnis und ich bin sehr zufrieden.
Das ist wirklich eine günstige Kolorierung, die ungefähr 8 Wochen halten soll. Ich pflege meine Spitzen auch immer mit einem schönen Öl, damit die nicht so trocken wirken. Ich habe auch den Ansatz gut hinbekommen. Und die grauen Stellen sind jetzt erstmal per se. Ich bin jetzt gerade noch ein paar Videos am Editieren und habe gefühlt 2 Stunden geschnitten. Ich finde ja persönlich DM-Videos bzw. DM-Holz zu schneiden extrem anstrengend. Das zieht sich wirklich extrem in die Länge, weil wie ihr sehen könnt, ist das Material wieder 17 Minuten lang. Ich weiß nicht, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr lange Videos mögt oder ob ihr eher so kurze Videos mögt. Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen was geschnitten. Das ist immer super viel Arbeit. Aber gonna make it. Diese Videos zu produzieren ist einfach schon sehr schwierig und anstrengend, aber die Schneidarbeit, die ist am intensivsten. Ich versuche so nach der Arbeit mindestens 1 Stunde am Tag Videos zu schneiden und bereite die auch vor. Es ist wirklich sehr anstrengend. So, ich habe mich jetzt mal ein bisschen was nach draußen gesetzt. Nettie und ich haben nämlich am Wochenende unsere Terrasse sauber gemacht. Ich gebe es zu, über den Winter haben wir dann nicht so viel Wert darauf gelegt, dass das alles so sauber ist. Aber jetzt ist wieder alles nice and clean. Ich zeige euch das gleich mal. Wir haben nämlich hier so eine ganz kleine Ecke mit Gartenstühlen und, ja, wie sagt man das? Ich glaube, das nennt sich Sitzecke. Die ist wirklich sehr schön. Die haben wir damals aus Poco bestellt. Und die haben wir jetzt hier draußen hingestellt. Wir haben uns auch 2 Sonnenliegen hier hingelegt. Und ich hatte euch ja mal in einem Vlog erzählt, dass bei uns das Efeu sich gelöst hat. Das zeige ich euch jetzt hier gleich mal. Und ich bin gerade hoffnungsvoll dabei, das zu beobachten, dass es wieder nachwächst. Ich zeige euch das mal. So, und das ist das Efeu. Das ist letztes Jahr, durch die stürmischen Tage, ist das abgefallen. Könnt ihr hier sehen. Und das finde ich echt schade, weil ich mag das eigentlich echt gern.